Und deswegen muss man sagen, Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Ja, genau. Eigentlich hätte noch eine Zusatzidee zu der letzten Generation. Mal was Konstruktives, mal was Kreatives. Man müsste eigentlich einen riesigen Monitor über diese Gedenkstätte der Grundgesetze stellen und all diese Tweets darüber laufen lassen. Diese menschenverachtenden Tweets über die Installation unserer Grundgesetze da nebendran oder oben drüber. Dass man auch schön immer sieht, wenn man vorbeigeht, was hat denn jetzt wieder Politiker XY für einen menschenfeindlichen Scheißdreck, der gegen das Grundgesetz verstößt, ausgespuckt. Großartig. Oder Konrad Adenauer Haus so nachts anstrahlen. Sehr scheiße. Ja, ist ja alles möglich. Das ist eine geile Idee. Da müssen wir nochmal drüber schnacken. Genau. Genau. Und dazu passt aber das dieses Jahr. Wir waren es nicht, wenn es passiert. Genau. Wir wissen, also die ganze Scheiße rutscht uns weg. Wir wissen auch, was die Lösung ist und dass die gerade bekämpft wird. Und das wird sich nicht ändern. Also das größte Problem, das das Weltklima und generell die Welt hat, ist zu glauben, dass ein anderer das retten wird. Nein, nein, man muss da selber sagen, wenn es mir nicht egal ist, dann muss ich dafür was tun. Und wir stellen ja mal was vor, was man tun kann. Und wir wissen ja eben auch, du hattest das vorhin schon angesprochen, nämlich dieses, naja, vielleicht muss man darüber reden, dass bestimmte Sachen der Daseinsvorsorge einfach nicht in private Hände gehören, weil sie dann halt eben Kapitalinteressen und halt eben auch Wachstumszwängen und das bedeutet halt dann eben einer quasi schon beinahe eingebauten Verteuerung unterliegen. Bedeutet also, man muss sich überlegen, ob man wieder die Stadtwerke wieder zu Stadtwerken macht und nicht zu blauen Riesen, die uns hier irgendwie kaputt machen. Und deswegen gibt es die Bewegung RWE und Co. enteignen. Das ist eigentlich aus dem, ja, kommt so aus dem Rheinland- und Ruhrgebiet heraus und so, wo sich dann eben Leute in der Verteidigung dieser letzten Abbaugebiete da irgendwie getroffen haben und gesagt haben, so einerseits möchten wir das verhindern, also Ende Gelände und so weiter, und andererseits sagen wir, wir müssen strukturelle Veränderungen herbeiführen. Und wir möchten gerne dafür kämpfen, dass eben halt diese großen Energiekonzerne, und wir sprechen ja hier eigentlich so von quasi Monopolen oder zumindest halt irgendwie hochkonzentrierte Oligopolstrukturen, also sprich bestimmte Marktgesetze sind hier eh schon nicht mehr wirklich da. Gleichzeitig ist es eins der 100 schmutzigsten Unternehmen der Welt, so, dass wir vielleicht sagen, das müssen wir vielleicht alles organisieren, damit wir auch mit der Energiewende schneller vorbeikommen, weil gegenwärtig ist die Energiewende at the hands of RWE. Ob die jetzt nun irgendwas da hinstellen oder nicht, ist denen überlassen. Und sie haben noch sehr viele fossile Ressourcen. Das bedeutet also, lass doch mal dafür streiten. Und dafür ist diese Organisation genau angetreten. So, und wenn ihr jetzt selber sagt, so, ich wohne da aber nicht und so weiter, scheißegal. Die können trotzdem das immer gut unterhalten, wenn ihr anderen Leuten davon erzählt, wenn ihr die verfolgt eben auf Social Media, wenn ihr dort eben spendet und so weiter. Man kann mit wenig schon viel machen. Es geht einfach darum, es muss klar werden, es ist uns nicht egal, was da passiert. Es ist uns nicht egal. Und mit dem bisschen, was wir einbringen können an Zeit, an Energie, an Wortspenden und so weiter, das müssen wir machen. Und deswegen stellen wir halt immer so Möglichkeiten vor, genau das zu tun. rwe-eneignen.de. Wir schicken das am Ende auch wieder mit in die Shownote.